Ja, Ali Mebodi, zunächst mal Glückwunsch zum Sieg und ja, zur Herbstmeisterschaft. Wie zufrieden waren Sie mit der Leistung Ihrer Mannschaft heute? Wenn wir das Spiel in zwei Halbzeiten aufteilen, erste Halbzeit war ich nicht zufrieden, erste Halbzeit haben wir nicht gut gespielt. Da haben wir sogar eher Glück gehabt, dass wir nicht in Rückstand geraten sind. Machen das 1-0, kassieren dann aber auch zu Recht das 1-1. Wir haben viele, viele Freistöße verursacht, die waren alle sehr, sehr gefährlich und letztendlich ist dann kurz vor der Halbzeit auch einer durchgerutscht. Ich fand uns nicht präsent genug in der ersten Halbzeit, das habe ich auch in der Pause angesprochen. Und finde ich, dass wir in der zweiten Halbzeit es deutlich besser gemacht haben. Wir waren aggressiver, aber jetzt nicht unfair, sondern einfach nur präsenter in den Zweikämpfen. Und haben Schlebusch bis auf zwei oder drei Standards wiederum in der zweiten Halbzeit wirklich gut von unserem 16er ferngehalten. Waren in der zweiten Halbzeit, hatten wir eigentlich das Spiel so in der Hand. Obwohl wir jetzt auch nicht wahnsinnig viele Torchancen selber kreiert haben, geht das, glaube ich, das Spiel oder der Sieg dann am Ende in Ordnung. Der Ausgleich fiel ja kurz vor der Pause, zu diesem Zeitpunkt vielleicht etwas überraschend. Glauben Sie, dass das Ihrer Mannschaft einen kleinen Knacks verpasst hat? Also wenn kurz vor der Halbzeit ein Gegentreffer fällt, spricht das Momentum natürlich dann halt für den Gegner in dem Augenblick. Ich fand es jetzt nicht überraschend, ne? Wie gesagt, unser Torwart hat sehr gut gehalten, das 1-1 war schon verdient letztendlich, aber mit dem Halbzeitpfiff ist es eigentlich immer, ja, nicht gerade förderlich. Ja? Deswegen ist es, nach der Halbzeit muss man gucken, dass man vernünftig rauskommt, dass man das eigentlich abschüttelt und weil rückgängig kann ich das echt nicht mehr machen. Aber die Jungs haben das gut hingekriegt, ja? Dass wir es jetzt nicht als Bürde oder als Rucksack dann mitgeschleppt haben in die zweite Halbzeit. Ja, schon oft gefragt, natürlich, aber jetzt führen Sie die Tabelle mit 6 Punkten Vorsprung an. Ja, mit welchen weiteren Zielen werden Sie den Rest der Hinserie und überhaupt die restliche Spielzeit bestreiten? Ja, also darf ich dich korrigieren? Es sind 8 jetzt, wie ich gehört habe. Ja, dann so. Okay, weil der zweite Ende nicht hat unentschieden gespielt, habe ich eben erfahren. Und ja, das ist natürlich ein schönes Pölsterchen. Das würden wir auch gerne wirklich beibehalten und mit in die Pause nehmen. Und ja, die Ziele, wir wollten gerne alles dafür geben, um mitzuspielen. Und das tun wir zurzeit, das tun die Jungs. Jetzt haben in den letzten Wochen einige Aspiranten, sagen wir mal 4, 5 Mannschaften, die oben dabei waren, haben ein bisschen federn gelassen. Wir haben es relativ konstant, bis auf die 2 Unentschieden, relativ konstant halt über die Bühne gebracht. Auch heute der Sieg, in Nürnberg der Sieg, in Hohenlinde der Sieg, die 3 Siege hintereinander. Die haben uns schon so ein bisschen ja, die Situation schon verschönert. Ja? Und wie gesagt, den Vorsprung würden wir gerne mitnehmen. So, und dann fängt in der Rückrunde das Ganze wieder von vorne an. Man weiß nie, was in der Winterpause passiert. Es können Verstärkungen dort passieren. Es können, weiß man nicht. Ne? Deswegen, das, was wir haben, den Moment genießen wir und versuchen das so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.